Wir wollen uns jetzt digitale Signaturen noch mal genauer ansehen. Wir hatten ja schon besprochen, dass digitale Signaturen Sicherheitsprotokolle sind. Also ein genauer Ablauf von Schritten, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Authentizität des Senders bewiesen ist und dass die Integrität der Nachricht, die da über das offene Netz geschickt wird, sichergestellt ist. Also mithilfe solcher digitalen Signaturen kann man sich zweifelsfrei davon überzeugen, wer ist der Urheber, wer ist der Sender einer Nachricht. Und man kann sich zweifelsfrei davon überzeugen, dass die Nachricht auf ihrem Weg durch das offene Internet nicht verändert wurde. Die digitalen Signaturen, die nutzen Zwei-Schlüssel-Verschlüsselungsverfahren und Hash-Verfahren. Die Nachricht, eigentlich genauer der Hash der Nachricht, Hash war dieser kurze mit einer Hash-Funktion berechnete Wert einer Nachricht, die wird mit dem privaten Schlüssel des Senders verschlüsselt. Und diese Verschlüsselung mit dem privaten Schlüssel, die wird Signatur genannt oder signiert genannt und das Ergebnis ist die Signatur. Wenn jetzt diese Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders entschlüsselt werden kann, dann ist eindeutig bewiesen, dass der Sender der Urheber der Nachricht war. Nämlich die Authentizität des Senders ist sichergestellt. Und es ist weiter sichergestellt, dass die Nachricht nicht verändert wurde auf ihrem Weg durch das Internet. Und warum ist das sichergestellt? Ja, der Einzige, der in der Lage war, diese Signatur zu erzeugen, ist der Besitzer des privaten Schlüssels und der öffentliche Schlüssel, der zu diesem Besitzer gehört. Mit dem war es möglich, die Signatur zu entschlüsseln. Das heißt also, nur der Sender konnte die Nachricht in dieser Weise absenden. An dieser Stelle schon direkt ein Achtung. Die Beweiskraft dieser Argumentation, die ich eben gebracht habe, die hängt natürlich davon ab, dass es dem Empfänger wirklich möglich ist, den richtigen öffentlichen Schlüssel von dem Sender zu erlangen. Also ein Angriff könnte hier darin bestehen, dass ein Angreifer seinen öffentlichen Schlüssel für den öffentlichen Schlüssel des Senders, des Absenders ausgibt und dann funktioniert das nicht mehr und dann ist die Beweiskraft nicht mehr gegeben. Gucken wir uns mal diesen Ablauf an. Auf der einen Seite, wie so eine Signatur erzeugt wird und auf der anderen Seite, wie man sich überzeugt vom Wert dieser Signatur, das ist das sogenannte Verifizieren. Also hier, das ist unser Ausgangspunkt, das sind die Daten. Und diese Daten, aus diesen Daten wird, weil das können sehr große Daten sein, das kann ein Videofilm sein und wir wissen ja, die Zwei-Schlüssel-Verfahren sind sehr aufwendig, wird ein kurzer Hashwert bestimmt. Das ist hier unser Hashwert. Und dieser Hashwert, der wird jetzt mit dem privaten Schlüssel des Urhebers verschlüsselt und es kommt dieser String heraus, der dann Signatur heißt, der also mit dem privaten verschlüsselte Wert dieses Hashwert ist. Und jetzt wird die Nachricht, die Daten, das Zertifikat, das Grüne hier ist das Zertifikat, das Grüne ist die Signatur und das Zertifikat, die werden an den Empfänger geschickt. So, der Empfänger empfängt jetzt also die Daten und die Signatur und das Zertifikat und nimmt jetzt zunächst mal die Daten her. Nicht? Die Daten, da erzeugt er den Hashwert daraus. In diesem Fall sehen wir schon, es ist der gleiche Hashwert wie auf der Seite des Senders. Damit ist klar, dass die Daten auf ihrem Weg durch das Internet nicht manipuliert wurden. Ansonsten käme nämlich hier ein anderer Hashwert heraus. Und dann wird die Signatur hergenommen. In der Signatur, dort war ja der mit dem privaten Schlüssel des Senders verschlüsselte Hashwert. Jetzt besorgt sich also unser Empfänger den öffentlichen Schlüssel, der hierzu gehört, der öffentliche Schlüssel des Senders, und entschlüsselt damit den Hashwert, der auf Seiten des Senders erzeugt worden. Und in diesem Fall, jetzt wird getestet, stimmen diese beiden Hashwerte überein. Und wenn das der Fall ist, dann ist man sicher, das ist die Originalnachricht. Das ist die Nachricht in der Form, wie sie gesendet wurde über das offene Internet. Die ist nicht manipuliert worden. Und man ist auf der anderen Seite sicher, weil ja der öffentliche Schlüssel von diesem Teilnehmer geholfen hat,
diese Signatur zu entschlüsseln, dass die Nachricht wirklich von diesem Teilnehmer kommt. Was sind so bekannte Verfahren zur Signaturberechnung? Der Begriff Signatur stimmt, nicht? Das ist sowas wie eine Unterschrift vom Sender. Und mit solchen Unterschriften im normalen Leben bezeugen wir ja auch, das ist der Originaltext. Also bekannte Verfahren jetzt in der IT-Technik für solche Signaturverfahren ist das ElGamal, ist das DSA, ist das Schnorr-Verfahren. Und sämtlich beruhen die auf Zwei-Schlüssel-Verschlüsselungsverfahren mit dem diskreten Logarithmus. Nicht? Wir hatten ja gesehen, RSA, das war... Damit kann man auch natürlich so eine Signatur machen, aber diese bekannten benutzten Verfahren, die arbeiten mit dem diskreten Logarithmus. Es gibt weitere Verfahren, die für Signaturberechnung benutzt werden. Das ist das EC-DSA, das ist das EC, Elliptic Curve ist das EC, G-DSA. Das sind Zwei-Schlüssel-Verschlüsselungsverfahren, die auf Kryptoverfahren über elliptischen Kurven beruhen. Da wollen wir im Einzelnen jetzt nicht darauf eingehen. Die Hash-Verfahren, die verwendet werden, die kann man ganz beliebig auswählen in jedem dieser Signaturverfahren. Man muss halt nur gucken, dass die mit dem Zwei-Schlüssel-Verschlüsselungsverfahren harmonieren. Also zum Beispiel, wenn man mit RSA arbeitet, da werden die Zahlen modulo zusammengesetzter Zahlen ausgerechnet. Wenn man also jetzt ein Hash-Verfahren anwendet, dann muss das Ergebnis dieses Hash-Verfahrens eine Zahl sein, die in diesen entsprechenden Intervallen vorkommt. Aber das lässt sich einrichten, ist frei justierbar. Wie sieht es mit der Sicherheit der digitalen Signaturen aus? Die Sicherheit der digitalen Signatur hängt natürlich zunächst mal ab, was ist da überhaupt für eine Zweischlüsselung, Verschlüsselungsverfahren gewählt worden. Wenn da irgendwie Angriffe möglich sind, dann sind die Angriffe natürlich auch möglich auf die damit erzeugten Signaturen. Die Sicherheit hängt ab von den Hash-Funktionen, die verändert wurden, die angewandt wurden, um aus den Nachrichten diese Hash-Werte zu berechnen. Und schließlich muss die Schlüssellänge des privaten Schlüssels hinreichend groß sein, um gegen diese Angriffe auf das mathematische System und gegen Brute-Force-Angriffe geschützt zu sein. Was heißt denn, dass die Hash-Funktion sicher ist? Hier gibt es eine ganz klar formulierbare Anforderung, dass nämlich die Hash-Funktionen, die im Prozess der Bildung digitaler Signaturen benutzt werden, kollisionsfrei sein müssen. Das heißt, unterschiedliche Daten dürfen nicht zum gleichen Hash führen. Denn dann könnte der Empfänger gar nicht mehr unterscheiden, was ist denn die originale Nachricht gewesen. Also der könnte, wenn es gelingt, zu einer Nachricht eine zweite Nachricht zu bauen, die den gleichen Hash-Wert hat, dann könnte der Angreifer diese Nachricht unterwegs verändern, diese Nachricht ersetzen durch diese Nachricht. Und der Empfänger könnte das in der Signatur nicht bemerken, denn sein Verifikationsprozess beruht ja auf dem Test, ob die Hash-Werte gleich sind. Also Hash-Werte, die Hash-Funktionen müssen kollisionsfrei sein. Welche Sicherheitsziele lassen sich jetzt mit diesem Protokoll der digitalen Signatur erzielen? Wir hatten das schon gesagt, hier nochmal zusammengefasst, das ist die Authentizität. Wir können also eindeutig identifizieren, wer ist der Sender. Und warum können wir das? Ja, mit der Entschlüsselung, mit der Möglichkeit, mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders die Signatur zu entschlüsseln. Das liefert ja den Beweis, dass die Signatur nur erstellt werden konnte mit dem zugehörigen privaten Schlüssel. Und der Einzige, der diesen privaten Schlüssel besitzt, ist der Sender. Zweites Sicherheitsziel, was wir mithilfe der digitalen Signaturen erreichen konnten, auch das hatte ich schon bemerkt, war, dass die Integrität der Nachricht sichergestellt ist. Die Nachricht wurde auf ihrem Transportweg nicht verändert. Wenn sie nämlich verändert worden wäre, dann wäre ja auf Empfängerseite ein anderer Hash-Wert berechnet worden und dann hätte dieser auf der Empfängerseite berechnete Hash-Wert nicht mit dem entschlüsselten Hash-Wert aus der Signatur übereingestimmt und damit ist dann dem Empfänger klar, dass das nicht die originale Nachricht ist. Was macht man dann? Also die Reparatur, das ist oft gar keine Voraussetzung gegeben, sondern der Empfänger muss dann einfach sagen, lieber Sender, da ist was schiefgelaufen, sende mir deine Nachricht erneut zu. Ein weiteres Sicherheitsziel
was erreicht wird mit digitalen Signaturen, ist die Nichtabstreitbarkeit. Wenn man also so eine Signatur erfolgreich verifizieren kann, dann gibt es keinerlei Zweifel, dass der Sender Urheber der Nachricht ist. Und der Sender kann auch dieses nicht abschreiten, denn über das Verfahren ist klar, dass er der Einzige war, der so eine Signatur erstellen konnte. Schauen wir uns mal ein ganz konkretes Beispiel an. Nehmen wir mal die Nachricht, Internetsicherheit ist wichtig. Diese Nachricht, die wollen wir digital signieren und dann über das Netz an einen Empfänger stellen. Das Verfahren, wir brauchen zwei Schlüsselverfahren, mit denen wir die Signatur erzeugen wollen, ist das RSA-Verfahren. Und die Schlüsselpaare, die dem Sender zur Verfügung stehen, ist hier angegeben. Sie sehen, das sind sehr lange Zahlen, die wir da zur Rechnung brauchen und verwenden werden. Wir brauchen als zweites, um eine solche digitale Signatur erzeugen, ein Hash-Verfahren. Da wollen wir mit dem CAC32-Verfahren arbeiten. Das liefert nämlich relativ überschaubare Werte und lässt sich anwenden direkt auf solche Texte. So, jetzt ist der erste Schritt, die Signatur zu berechnen. Und dazu müssen wir zunächst mal den Hash-Wert ausrechnen. Der Hash-Wert, der hier mit dem CAC32 angewendet auf Internetsicherheit ist wichtig herauskommt, ist dieser binäre Wert, dargestellt als Dualzahl. Und wenn wir den in der Dezimalzahl beschreiben, dann ist das hier genau diese neunstellige Zahl 375.235.237. Das ist der Hashwert. Und jetzt, um die Signatur zu bilden, muss dieser Hashwert mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt werden. Das war der private Schlüssel des Teilnehmers. Und die Verschlüsselungsroutine bei RSA bestand ja darin, dass ich diesen Hashwert hernehme und den hoch 641 modulo 5.582.044.791 ausrechne. Was ich dann als Signatur erhalte, ist dieses. Ist dieser Wert 56.347.449. Das ist also jetzt unsere Signatur. So, und jetzt wird die Nachricht versendet. Der Empfänger empfängt die Nachricht, Internetsicherheit ist wichtig. Und der Empfänger empfängt die Signatur, diese 56.347.449. Und jetzt muss er verifizieren, ist das der richtige Sender, ist das die richtige Nachricht. Muss also sich den Hashwert zunächst mal berechnen. Es war ja von Internetsicherheit ist wichtig. Und muss dann den kodierten Hashwert ausrechnen und muss das Ganze auf Übereinstimmung testen. Also zunächst mal wendet er jetzt, der Empfänger, dieses CAC32-Verfahren auf diesen Nachricht Internetsicherheit ist wichtig, die ihm da übermittelt wurde, an und er erhält diesen Hashwert. Und jetzt muss er sich den öffentlichen Schlüssel holen, den öffentlichen Schlüssel des Senders. Das waren diese Zahlen, diese Zahl 6.355.561 und die Zahl 582.044.791, muss diese entsprechende Potenzbildung durchführen und bekommt jetzt diesen Wert seinerseits ausgerechnet. Und was er feststellen kann, das, was er von seiner Nachricht selbst als Hash ausgerechnet hat und das, was er durch Entschlüsseln der Signatur berechnet hat, die beiden Werte stimmen überein. Und diese Übereinstimmung, die beweist tatsächlich, die Nachricht kommt vom behaupteten Sender und tatsächlich, die Nachricht wurde auf ihrem Transportweg durch das Internet nicht verändert.